Grüß euch, liebe Leute, willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Da oben 16 Loser, da ist der Loser Panorama Klettersteig. Sissi angeschrieben, ich bin heute mit Markus da. Grüß euch. Und wir gehen heute zum Sissi Klettersteig als Sundowner. Viel Spaß, kommt mit bei der Tour. Querfeld ein zu den Pilzner, beziehungsweise da zu so einem Lawinensprenger da oben. Da darf der Einstieg sein. Da vorne auf dem Stein ist ja schon angeschrieben, Sissi Klettersteig. Backen da zum gescheitesten bei der Kehre 11 und dann geht es noch so 100, 200 Meter die Straßen steigen drauf. Genau, die Almhütten seht ihr da eh. Da unten sind wir jetzt noch her. Und schöner Steig da. So, jetzt sind wir kurz vor dem Panorama-Klettersteig. Seht ihr, Zustieg vom Bachplatz bei Kehre 11. Es geht gleich mit CD los, dann einmal in eine A-Stelle, dann eine längere D-Stelle, C, dann ist ein Rastplatz und oben noch einmal D, beziehungsweise einen Notausstieg gibt es auch. Dauert 1 bis 2 Stunden, 200 Höhenmeter Unterschied, 400 Meter Kletterlänge. Wir sind da jetzt beim Einstieg, da geht es dann gleich nackig los. Gurt angelegt, Klettersteigseite angelegt, ausgeschlingt, so war das mal dabei, Helm auf, geschnalzt. Und los geht's da auf. Wir filmen auch wieder aus der Hand und wünschen viel Spaß. Gell? Viel Spaß, ja. Wenn's der Linde weiß, dann müssen die jetzt sagen, Helm zu. Okay. Ja, brav, bist du halt der Linde. Nicht, dass er mal verloren geht. Genau. Genau. Auf los geht's los. Speckig. Speck, Speck, Speck. Speckhausen auf die Nacht. Oh, geht gleich ziemlich senkrecht da los. Beziehungsweise es ist senkrecht. Gut, ja. Madelkopf ist leichter bewertet, kann man gleich sagen. Das stimmt. Schönes Panorama. Haben wir zuerst vertan, das ist nicht C, sondern CD der Einstieg. Und das ist auch definitiv. Ja, nach der ersten Steilstufe geht es gleich wieder mal ein bisschen gemütlicher dahin. Aber die hat es in sich da rauf. Ja, alte, schönes Panorama da. Voll. Voll das sehe.
Ja, und da hinten unsere Heimat. Dachstein, Gosartraum. Salzburger Land dahinter. Jetzt weiß ich wieder, warum die Aussicht von da so schön ist. Wenn man bis heim sieht, ne? Genau so schaut es aus. Der Markus bittet mir an, dass wir anwechseln, aber der Markus ist ein super Filmer. So, jetzt geht es den nächsten Steilaufschwung rein. So steil, dass ich Markus gar nicht drauf gehabt habe. Oder? Geht's nach wie vor steil weiter. Ja. Luft unter den Sohlen. Ja, was tust du da, Markus? Ich tue ein bisschen Abhänger. Ja, Anhänger. Wissen wir, warum das ein Panorama-Klettersteig ist. Einfach ein Wahnsinn.
da mal kurze einfachere Passagen, also nicht nur so wild. Und dort wird sich das Panorama. Wahnsinn. Den machen wir dann, ja. Ein Juchitzer nach der See. Da ist jetzt der Rastplatz und jetzt geht es Richtung Schlussaufstieg, Ausstieg. Wo ist denn der? Achso, ja, da kerzen gerade vier und dann gerade rauf. War ziemlich steil mit diesem Abendlicht. Genial. Kurzes Gehgelände und da kerzen gerade vorne, wo der rote Pfeil ist. Ist der Notausstieg, wenn man da keinen Saft mehr hat, dann kann man da raufgehen. Und da geht es nochmal knackig, luftig in Kategorie D rauf. Sache, oder? Ist leichter Überhang, ja. Das wird die D-Stelle sein. Ja. Knackig. Kurz, aber knackig. Ja. Und der Sonnenuntergang erwischt man auch super am Gipfel.
Oh, ich mache jetzt brauche ich lieber keine Semme. Und vielleicht hat der Kiosk oben offen. Also das war jetzt ein, sozusagen der Sissi-Klettersteig. Wir gehen gleich zum Gipfel. Resümee gibt es noch die Gipfelaufnahmen. Eins kann ich vorweg sagen. Die Sissi, das war schon ein wilde Hähn. Definitiv. Jawohl. Am Loser ist die Hölle los. Ja, mittlerweile im Abstieg. Also ganz einfach ein Wanderweg. Da vorne ist dann eine Markierung. Vermutlich müssen wir da rechts raus, weil von da sind wir auch gekommen. Ganz genau so ist. Nach rechts abzweigen zur Loserhütte. Jupp, das ist der Abstieg vom Loser. Da vorne ist dann die Loserhütte. Und wir müssen da rechts unter dem Damm, da stehen wir mit dem Auto. Und ich mache jetzt dann auch gleich das Resümee, falls ihr mich noch seht. Fazit zur Tour. Ja, Beschreibung, wir waren ein bisschen schneller trotz Filmen, wie es angenehm gewesen ist, aber der war knackig, gell? Ja. Kurz, aber knackig, das trifft es glaube ich am besten. Zwei, drei Stunden waren schon ein knackiger ja. Drin, ja. Der ist einfach über einen längeren Zeitraum einfach anspruchsvoll. Aber eben lässt sich voll super kombinieren mit dem Sophie-Klettersteig. Auf keinen Fall Anfänger geeignet. Auf keinen Fall. Ja. Ich auch nicht einsteigen als Anfänger. Und ich habe es sehr gesehen. Markus und ich sind auch den mehreren Klettersteig mit halt zwei Karabiner eingegangen und das heißt was bei uns. In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, unten einen Kommentarfeld benutzen. Bewertet das Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Und wie immer da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Pfiat euch, habe die Ehre, bergheil, bleibt's geil. Bis auf beim Lunga. Ciao. Hasta la vista.